So, hallo liebe Fußballfans, willkommen zurück zur Torschützenkönig. Es geht wieder weiter. Und wir haben diesmal Spieltag Nummer 7. Am letzten Spieltag haben wir tatsächlich unser erstes Spiel gewonnen, wobei wir gar nicht da waren. Wir waren auf der Tribüne und haben unsere Mannschaft zugejubelt. Und jetzt haben wir immerhin die Frische ein bisschen steigern können, nach und nach. Ich würde mal sagen, wir gucken mal hier mal auf Trainingsplantreue und setzen hier wieder. Ach, Moment, erstmal ziemlich folgen. Wir setzen erst einmal wieder auf die Spezialfähigkeit und als nächstes gehen wir mal wieder auf Physis und Kraft. Wobei eine Schnelligkeit ist ja schlechter geworden. Gell? Ich möchte Schnelligkeit wieder ein bisschen verbessern. Wir haben gar nicht so viel Möglichkeit, richtig zu trainieren, sehe ich gerade hier. Haben wir mal Sparflamme. Hier auch. Und hier auch, weil hier haben wir nicht als Vorrunde Ukraine gegen Deutschland. Das spiele ich nun wieder gar nicht mit. Egal. Dann mache ich hier auf wenig. So. Und dann machen wir hier auch auf wenig. Und was machen wir hier? Krafttraining versuchen wir mal an dem Tag hier zu machen. Und hier haben wir den dritten, den siebten Spieltag. Und am Samstag wird scheinbar nicht trainiert. Und am Sonntag eben dann ganz leicht. So, wir probieren es mal. Schlechtes Training wieder. Immerhin die Frische gesteigert. Heute war nicht mein Tag. Das war auch wieder ein schlechtes Training. Ja, wunderbar. Läuft wunderbar. So, wir sind nicht aufgestellt. Wir sind auch nicht auf der Ersatzbank. Gut, dann werden wir das erste Mal simulieren. Preußen Münster ist tatsächlich schlechter in der Gesamtstärke. Mittelfeld ist schwächer. Dafür ist die Abwehr stärker bei denen. Vorwart ist minimal stärker und ja, die Fans sind genauso. Dann werde ich mal sagen, das erste Mal, dass wir das simulieren. Okay, da geht es einfach nur schneller durch. Und wir haben 1-0 gewonnen auswärts. Ja, wunderbar, Leute. Ja, jetzt läuft's auf einmal. Ne? Also für die Mannschaft. Immer wenn wir nicht aufgestellt werden, läuft's. Soll ich mir da Gedanken machen? Naja, auf jeden Fall. Unter Hage gewinnt auswärts. Und damit sind wir auf Platz 13 vorgestoßen sogar. Ja, wunderbar. Ich möchte ja nämlich nicht unbedingt absteigen mit meiner Mannschaft. Das wäre echt schade. Achso, wir wollten schauen hier. Erst Platz 1 Regensburg. Die haben alle Spiele gewonnen. HSV ist hier in der zweiten Liga auf Platz 1 mit 17 Punkten. Und Dortmund, Wolfsburg und Bayern teilen sich die Punkte in der ersten Liga. Aber ich glaube, da gab es gar keinen Spieltag, oder? So, und machen wir die Woche noch durch. Die Frische ist auf 40 gestiegen. Ja, wunderbar. Wow, das ist schon mal cool. Okay, gibt es nichts Neues im Büro oder was? Nee, Geld haben wir auch nicht mehr so viel am Start. Allerdings haben wir bereits den 18. September, das heißt, es sollte bald Geld wieder reinkommen. Achso, da können wir gleich mal gucken, wann kommt denn das Geld immer so rein. Finanzen. Finanzen. Ein- und Kosten und Einnahmen. Gehalt kommt, wann kommt denn Geld immer rein? 21. des Monats kommt es immer scheinbar. Wir geben mal so viel Geld aus eigentlich für Social Media, hier für Beratergehälter. Oh, Berater, ja, ein Berater ist teuer. Und hier Geldanlage, Tagesgeld, okay, Aktienkauf. Ach so, bei den Aktien können wir mal reinschauen. Genau, wir haben noch ein paar, die eventuell hier was verkaufen können. Aktueller Kurs 26,95. Wir können das hier sogar verkaufen, die drei Stück. So, weg damit. Hier haben wir 500 gekauft damals. Aktueller Kurs ist 62,8. Der Kaufkurs war 61,80. Das heißt, wir würden ein bisschen Geld machen. Wenn wir die 500 Stück verkaufen würden, würden 30 Cent Geld machen damit. Ich würde mal sagen, das behalten wir. Mit der Hoffnung, dass es noch ein bisschen weiter rauf geht. Kredite, Investments. Ne, wir lassen das so. Und gehen direkt auf den Trainingsplatz und schauen, was sich hier die nächste Woche so entwickelt. Hier ist die dritte Liga. Ah, warte jetzt mal ganz kurz. Vielleicht kann ich einen der Spieler beeinflussen. Wir haben noch ein bisschen Zeitbudget. Mit der Freundin ein bisschen Zeit verbringen. Eine Kutschenfahrt oder sowas. Oder eine Bootsfahrt. Aber eine Bootsfahrt, eine Seefahrt, die ist lustig. Um 2% gestiegen. Okay.
Und dann würde ich mal sagen, wir schauen auch nochmal die Spieler an hier, ob hier irgendwas machen kann. Leon Buchner zum Mannschaft loben. Lob mal die Mannschaft. Die Sympathie ist zurückgegangen. Okay, die haben mir das nicht abgekauft. Ich lade mal Leon Bucher zum Essen ein. Die Sympathie ist zurückgegangen. Da machen wir das mal mit Benedikt Bauer, dass wir mal ein Saufen gehen. Oder nee, ich trainiere mal mit dem. Den hat Sympathie zurückgegangen, aber die Frische ist plus 2. Okay. Ich versuche mal mit Markus Schwabbel eine Kneipentour. Der Markus auch nicht. Also ich weiß nicht, wieso das nie klappt. Irgendwie ist es wirklich schlimm. Zeitbudget ist nur noch 1. Jetzt habe ich mir das Spiel hier nochmal angeklickt. Das wollte ich gar nicht. Kann ich also nichts mehr machen. Mit dem Trainer kann ich auch nichts machen wahrscheinlich, oder? Nee. Medien mit den Fans 1. Ultras kritisieren. Kritisieren wir doch mal die Ultras. Fansympathie ist um 4 raufgegangen. Großteil der Fans ist froh über deine Meinung. So eine Ultras, die ihrer Meinung nach den Ruf der gemäßigten Fans in der Öffentlichkeit schwer beschädigen. Naja, gut. Nicht alle Ultras sind gleich, aber okay, diesmal hat es geklappt. Damit haben wir unser ganzes Zeitbudget verbraucht und wir können jetzt hier. Oh, ich hoffe, wir können dann noch trainieren. Ich hoffe, dass das Zeitbudget da keine Rolle spielt. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. So, wir machen Spezialfähigkeit und dann gehen wir auf die Schnelligkeit. Ich hoffe, das klappt. Ich habe jetzt gar nicht bedacht, dass eventuell das Training auch immer Zeitbudget kosten könnte. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. So, machen wir erstmal auf Normal. Dann versuchen wir hier mal auf Sparflamme zu gehen. Und hier ein bisschen noch wenig. Und hier machen wir normal, genau. Und dann gehen wir hier Kondition hart hoch und dann machen wir nochmal Krafttraining auch zusätzlich. Und hier ein Konditionstraining und dann schauen wir mal, wie das so klappt. Okay, das hat nicht so gut geklappt scheinbar. Aber das hier war super Training, okay. War wieder nicht so gut. Physis und Kraft ist sogar um 2 gestiegen. Kopfball um 1, okay. Die Frische geht jetzt wieder rauf. Und das Spiel gegen Essen, wir sind nicht aufgestellt, wir sind noch nicht mal auf der Ersatzbank. Dann lassen wir das auch simulieren. Oh, was? Torschau, 3 Fragen. Thema Vorberichterstattung, Zeitinvestment. Fragesteller höflich, machen wir mal annehmen. Können Sie uns etwas über langfristige Ziele und Ambitionen im Fußball erzählen? Wie planen Sie diese zu verwirklichen? Natürlich ist es mein Ziel, bei jedem Spiel in der Startelf zu stehen, mein Team zum Sieg zu verhelfen. Ich möchte alles erreichen, was man erreichen kann. Trophäen, Pokal, jede Schale. Vertraue das Schicksal, gebe mein Bestes, denke nicht groß drüber nach. Ich mache mal die 1. Wie beurteilen Sie die Stimmung im Team vor dem Spiel und wie tragen Sie dazu bei, den Moral hochzuhalten? Ich denke, Sie sind genauso enttäuscht wie ich, dass ich nicht spielen werde und unsere Chancen damit deutlich gesunken sind. Das sind tolle Jungs, wir sind eine Familie, wir halten zusammen, egal ob Feld, Bank oder Tribüne. Die Stimmung des Teams ist toll, immerhin sind die weit weg von Ihnen und Ihren dämlichen Fragen. Na, dann machen wir die 2. Haben Sie eine Prognose, wie das Spiel heute ausgehen wird? Wird schwer heute. Ich denke, ohne mich werden die Jungs schon Schwierigkeiten haben zu gewinnen. Diesen Fans im Rücken gewinnen wir natürlich. Was ist das für eine unsinnige Frage? Ich sage nie etwas voraus und werde es auch nie tun. Ich sage mal die 2. Trainer-Sympathie 1, Mannschaftssympathie 5, Fansympathie 3, Charakterbonus, Anführer stur 1 und Hierarchiebonus für einen 0. Okay, also es war gut. Legen wir mal auf hier. Und wir simulieren mal das Spiel durch. Mit der Hoffnung, dass wir gewinnen. 1 zu 1. Ah, immerhin ein Punkt geholt. Besser als nix. Ja. Wir waren ja nicht drauf. Frischer haben wir auf 46 immerhin schon. Und jetzt ist der Sonntag angebrochen. Genau. Genau. Ich wollte mal schauen. In der ersten Liga schaut es wie folgt aus. Bayern und Dortmund beide auf Platz 1. Also mit punktetechnisch. Guckt tatsächlich immer nur auf die Punkte. Schalke 22 und Bielefeld tatsächlich auf Platz 1 inzwischen. Hat Regensburg überholt. Wahrscheinlich hat Regensburg verloren, wie es aussieht. Und wir haben einen Punkt geholt, dadurch Platz 14 behalten und gleich auf mit Viktoria Köln. Naja, gut, immerhin. Gibt keine neuen Nachrichten. Ja, dann können wir gleich mal auf den nächsten Spieltag schauen. Wobei, wir müssen ja jetzt Geld erhalten haben. Ich glaube, schauen wir doch mal ins Büro, Autosave. Wenn Autosave durch ist, ne? Bin ja über diese Option eigentlich recht froh, dass man einstellen kann, wie oft der speichern soll. Alle 4 Wochen reicht mir aber tatsächlich. So, ja.
Aber es dauert recht lange, immer so ein Spielstand. Die Frische ist inzwischen ganz gut bei uns. Das freut mich. Wir haben jetzt 76.000 Geld. So, was machen wir denn? Wir müssen Geld ausgeben für irgendwas. Mal sagen, geht immer nur über Monate, ne? Was ist das Modeunternehmen? Firmenname, Ertrag. Könnt das gründen für 100.000 oder was? Musiklabel, Restaurant, Fußballschule. Ach, vergesst es. Ich werde jetzt mal das erste Mal meinen alten Punkten holen hier. Kopfball, oder? Was ist denn das günstigste hier? 50.000, 50.000. Ja, 50.000 das günstigste. Kopfball kann ich machen. Finanzen, was ist denn Finanzen? Ich hol mal Finanzen. Ein bisschen aufpassen. Nicht vertrauen alle Leute. Fußballspiele, die Leute denken, das ist eine Bank. Die Leute denken, Fußballspiele ist eine Dumm. Keine Ahnung von Business und von Investieren. Nur Fußball gespielt. Viele Leute, falsche Leute. Er will immer Kontakt mit den Fußballern, mit den jungen Fußballern. Er muss aufpassen. Und wer eine gute Vater, eine gute Berater muss bleiben mit diesen Leuten. Familie, das ist also nicht alles, aber und wenn du eine gute Familie, es ist immer schön, da kann gut helfen. Für die jungen Leute, jetzt, wer muss Geld verdienen, ein bisschen im Thema Fußball, muss aufpassen. Bitte nicht vertrauen alles. Es gibt viele falsche Leute in diese Business, Thema Fußball. Und er will nur Geld verdienen und kein Interesse, was du tut weh oder was du Probleme oder was du Stress. Es interessiert für diese Leute gar nichts. Ein bisschen aufpassen. Ja, genial. Okay, 24 Monate, kein neuer Rat zu diesem Thema. Alle Werbeverträge plus 10. Bankkonto minus 50.000. Achso, das hat ja gekostet, genau. Glückslevel plus 30, die mentale Stärke steigt um 10. Danke, Ailton. Zum Totlagen. So, die Finanzen haben wir jetzt benutzt. Und ich würde mal sagen, dann gehen wir mal zum nächsten Spieltag. Trainingsplatz. Und die mentale Stärke ist ja immerhin gestiegen. So, Spieltag 9. Ich hoffe, dass wir langsam mal einen Einsatz kriegen. Machen wir Sparflamme. Und wenig hier und hier am Anfang der Woche gehen wir voll Gas, da gehen wir mal alles und hier auch nochmal hoch und hier machen wir mal normal und da auch normal. Dann sollte das passen. War auf jeden Fall lustig, das gerade das Video. Danke Ailton für den Rat und wir machen mal wieder Spezialfähigkeit und hier hauen wir mal rein bei mentale Stärke und sind hingestiegen. Ja, wunderbar. Und da gehen wir mal auf Schnelligkeit. Und Wochenplanung haben wir gemacht. Genau, wir wollten hier nochmal Krafttraining richtig reinklatschen, dass wir mit der Physis über 40 kommen. Spitzigkeit. Ist Spitzigkeit für Schnelligkeit oder nicht? Ich glaube schon, oder? Oder ist das die Kondition? Ich würde mal sagen, machen wir Spitzigkeit hier und dann schauen wir mal. Okay, jetzt war einigermaßen gute Zeit für zu wenig Zeit für die Sonderschicht. Ach, man hat keine Zeit dann jetzt. Aber super Training dafür hier. Guck doch mal an. Liegt das an der mentalen Stärke oder was? Okay, jetzt trainiert er nicht mehr so gut. Aha. Und jetzt kommt der Spieltag. Oh, wir sind in der auf der Bank. Ja, wunderbar. Haben inzwischen schon Stärke 35. Können wir mit diesen Spielern sogar mithalten. Sind wir sogar bereit hier der Startaufstellung. Da könnte hier der Maschigo ist noch besser als wir. Der Hopsch, aber die sind nicht mehr weit weg. So, gut, dann gucken wir mal. Berl ist tatsächlich schwächer als wir. Gesamtstärke sind überall schwächer. Nur Prestige haben sie mehr. Und ja, dann gucken wir doch mal, wie es hier so läuft. Patrick Hopsch spielt von Anfang an. Trainer auf Anstellung, ne, mache ich lieber nicht. Die Aufstellungsgarantie einlösen, sollten wir das mal machen? Wir spielen ja immer gegen einen schwachen Gegner. Ich spreche mal drauf an. Ja,
Er hat ein gutes Gefühl. Das heißt, wir sollten jetzt hier in der Aufstellung drin sein. Jawohl. Jetzt spielt hier und Stefan Hein spielen neben uns. Wie ist denn, was haben wir denn hier? Weidner, der schaut aber recht alt aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Porträt ist. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Aber das Gesicht schaut ein bisschen älter aus. Welsmüller ist nicht ganz so gut hier von den Werten her. Dieser Welsmüller allerdings schon, ja. Und Bunguidicha ist tatsächlich unser bester Spieler, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann gucken wir mal. Dann starten wir doch mal. Und Tempo sofort runter auf 5. So, okay. Da gab es einen Eckball für uns immerhin schon mal. Und damit geht das Spiel weiter. Ich glaube, ich kann auf 6 schon erhöhen. Das Spieltempo, das passt schon so. Torschuss vom Patch. Und komm, triff, mein Freund. Abschluss erfolgt am Tor vorbei. Mist, Menno. Oh, nein, jetzt habe ich auf Auswechslung geklickt. Ich möchte nicht ausgewechselt werden. Schade, dass man das nicht. Okay, dann können wir hier volle Pulle geben dann. Jetzt habe ich irgendwie auf Auswechslung geklickt und das kann ich leider nicht mehr zurückmachen hier. Ah, Blödsinn, was ich gemacht habe jetzt. Ich wollte das Spiel spielen und dann habe ich bis jetzt auch noch nie mal eine Chance gehabt. Ja, das ist natürlich jetzt doof gewesen, weil ich hier drauf geklickt habe. Ich wollte eigentlich auf die Taktiktafel klicken, aber egal. Naja, vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Wir spielen ja auswärts gegen Werl. Der hat natürlich auch mehr Chancen als wir. Gott sei Dank steht es aber noch 0 zu 0. Freistoß. Berzel. Der Berzel schießt aufs Tor. Gott sei Dank daneben. Echt doof, dass man das hier nicht zurücknehmen kann. Das ist echt mega doof. Okay, jetzt haben wir endlich mal eine Chance seit langer Zeit. Und ich könnte jetzt passen. Ich sehe, ich weiß nicht, ist der in Abseits hier? Tiefler. Ich weiß nicht, ob das der hier ist oder der da oder wer auch immer. Ich versuche es mal selber. So, und zwar ausführen. Ach, was war das für ein Blödsinn, ey. Ich habe den zweiten zu schnell gemacht. Das war richtig doof. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ah, total ärgerlich, ey. Ich habe nur kein einziges Tor geschossen hier. Aber wir nähern uns, denke ich mal. Wir nähern uns. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance hier, bevor wir ausgewechselt werden. Torschuss von Wunguidicha. Komm, schieß rein, mein Freund. Du bist der beste Spieler von uns. Der Ball fliegt aufs Tor und der Torwart hält den Ball. Naja, gut. Okay. Okay, wir haben jetzt eine weitere Chance. So, ich benutze mal Zauberfuß, Schusstechnik und den Monsterschuss. Und ich schieße selbst. Sorry, aber ich muss mich beweisen hier. So, jetzt muss ich aber langsam, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Pfosten! Mein Gott! Das ist echt doof. Ah, Mann. Das war jetzt echt knapp. Schade, schade. Das wäre jetzt so schön gewesen, hätten wir jetzt da getroffen, hey. Oh Mann. Ja, das war wahrscheinlich meine letzte Chance. Zweikampf von Matthias Fetsch. Gewinnt den Zweikampf. Und ja, schon wieder kein Tor. Ja, wir haben jede Menge Chancen jetzt schon gehabt. Jetzt kommt Werl wieder. Ich hoffe, dass sie jetzt kein Tor schießen. Super. Leider werden wir wahrscheinlich. Oh, hier, Simon hat noch eine Chance. Schießt aus einer großen Entfernung. Und alles drin. Super Tor. Super. 0 zu 1. Ja, immerhin. Auch wenn wir kein Tor schießen und auch mega Chance gerade gehabt haben. Einen Posten geschossen haben. Da, wir werden wahrscheinlich gleich ausgewechselt, oder? Wir sind noch da. Ach Mist, jetzt wurden wir ausgewechselt. Okay, dann können wir das Spieltempo auch gleich auf 10 erhöhen. Der Trainer klatscht ab, die Fans klatschen. Also die sind happy mit uns. Okay. Weil wir einen Freistoß, weil wir einen Posten gemacht haben, oder was? Immerhin hat die Power ausgereicht für eine Halbzeit endlich mal. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Unsere Fitness war ja gut. Also unsere Frische. Und wir haben, habe ich jetzt richtig geschaut? Ich glaube, wir haben 1-0 gewonnen, oder? Jawohl. Wunderbar. Was haben wir denn eigentlich für eine Bewertung gekriegt?
3,75 nur, okay. Schade. Ailton ist nicht zufrieden. Ja, wir sind auch nicht ganz zufrieden. Aber Fischer ist weiter gestiegen sogar. Okay, dann schauen wir mal. Konnte beim Sieg nicht besonders glänzen. Ja, wir haben aber gewonnen. Das ist schon mal für die Mannschaft wichtig. Und sind damit auf Platz 11 raufgeklettert. 15 Punkte hinter Bielefeld. Schalke ist auf Platz 1 in der zweiten Liga. Und Dortmund und Bayern teilen sich nach wie vor die Punkte. So, du hast eine neue E-Mail. Dein Zeitbudget wird auf 51 aufgefüllt. Glückslevel hat sich verbessert und das andere Glückslevel hat sich verschlechtert. So, dann gucken wir nochmal die E-Mail an zum Abschluss dieser Folge. Was gibt's da Neues? Glücksbilanz. Achso, die Glücksbilanz. Ja, okay. Aber Glückslevel ist doch 99. Achso, Gesundheit ist nur noch 98. Okay, Fitnesstrainer-Vorschlag. Nee, das lasse ich so. Das passt schon so. Nochmal ganz kurz in die E-Mail reinschauen. Die Familie, wie schaut es denn hier aus? Also Glück, 99, ich bin sehr glücklich. Freundin ist 84, auch glücklich. Fem 19, Gesundheit 98. So, und damit beenden wir die Folge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Neuer Monat ist angebrochen. Der Oktober, wir hatten eine gute Chance, endlich mal ein Tor zu schießen. Leider hat es nicht geklappt. Ich hoffe, dass es bald klappt. Bis dann, ciao.